Der Huawei Rovio auf Patrouille im Büro. Das Besondere an dem insektenhaften Plastikroboter? Er wird übers Internet gesteuert. Der Mensch hinter der Maschine bleibt so unsichtbar. Eine Webcam am Kopf des Rovio überträgt die Bilder aus dem Flur in den Browser. So lassen sich Kollegen unauffällig ausspionieren. Und nicht nur das. Der Rovio kann auch sprechen. Hallo? Per Mikrofon kann sich der Fernsteuerer so in jeden Smalltalk einklinken. Ob das allerdings zum Sozialklima im Büro beiträgt, ist fraglich. Überhaupt ist der Rovio eher Spielzeug als Überwachungsroboter. Mit einigen Kinderkrankheiten. Seine drei Räder, mit denen er auch seitwärts fahren kann, scheitern schon an etwas dickeren Kabeln. Am meisten enttäuscht jedoch die Akkuleistung. Schon nach knapp 20 Minuten meldet der Rovio akuten Strommangel. Ein Mausklick und der elektronische Käfer steuert automatisch seine Ladestation an und packt selbstständig ein. So heißt es zumindest in der Gebrauchsanweisung. Doch im Praxistest braucht es mehrere Anläufe, bis der Rovio schließlich zum Stehen kommt und neuen Strom tanken kann. Fazit des Bürotests: Für unbemerkte Späheinsätze ist der Rovio zu laut und zu auffällig. Und seine Science-Fiction-Käferoptik wirkt eher gruselig als niedlich. Aber es macht Spaß, mit dem Roboter-Dreirad herumzuspielen. Zumindest solange der Akku reicht.